In den nächsten Minuten erfahren Sie mehr über die Pflege und Reinigung der Behandlungseinheit KFU Unica. Sie haben die Möglichkeit, das komplette Hygienevideo anzusehen oder können spezielle Teile wie morgens, nach der Behandlung, abends, wöchentlich, Pflege sowie bei Bedarf auswählen. Unter der Kategorie bei Bedarf ist zum Beispiel eine Auswahl Ersetzen Dekaseptol Gel und Oxygenal 6 und Amalgamabscheider möglich. Zu Beginn jedes Arbeitstages schalten Sie Ihre Behandlungseinheit am Ein-Ausschalter ein. Wenn am Abend zuvor das Hygieneprogramm abends ausgewählt wurde, startet das Hygieneprogramm morgens nach Einschalten der Behandlungseinheit automatisch. Vorausgesetzt, die Instrumentenschläuche sind über Nacht im Hygienecenter geblieben. Nun wird jeder Instrumenten- und Absaugschlauch automatisch nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts 2 Minuten gespült. Nach Ablauf des Hygieneprogramms können Sie nun, wie auf dem Touch-Display angezeigt, alle Instrumenten und Saugschläuche aus dem Hygienecenter entnehmen und zurück auf Ihre Position legen. Danach schließen Sie das Hygienecenter. Bereiten Sie nun Ihre Behandlungseinheit für den Tagesablauf vor und bestücken Sie das Arzt- und Assistenzelement mit den für die nächste Behandlung benötigten Instrumenten. Nachdem Sie Ihre Behandlung abgeschlossen haben, wischdesinfizieren Sie die Instrumentenschläuche und Instrumente und nehmen Sie diese anschließend zur hygienischen Aufbereitung ab. Beachten Sie hier bitte die Hinweise für das jeweilige Instrument in der Gebrauchsanweisung. Für die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen, Instrumenten und Absaugschläuche verwenden Sie bitte die von KFU zugelassenen Desinfektionsmittel. Bevor Sie mit der Reinigung der Bedienoberflächen der KFU Unica starten, sperren Sie diese mit Hilfe der entsprechenden Taste im Tab Reinigung am Arztelement und reinigen nun die Oberflächen. Alternativ können die Bedienoberflächen auch mit der KFU-Taste am Assistenzelement rechts oben gesperrt werden. Reinigen Sie anschließend das Assistenzelement inklusive der Absaugschläuche sowie das Armsystem. Zum Entsperren der Bedienoberflächen bitte die Fußanlassertaste 2 Sekunden betätigen. Starten Sie nun das Hygieneprogramm nach der Behandlung im Tab Reinigung am Arztelement und folgen Sie der angezeigten Anleitung. Öffnen Sie die Abdeckung des Hygienecenters und stecken Sie die äußerlich wischdesinfizierten Instrumenten und Absaugschläuche in die entsprechenden Adapter. Beachten Sie bitte, dass die Sprayfunktion an allen Schläuchen geöffnet ist. Nehmen Sie die Hülsen der 3- oder Mehrfunktionsspritze ab und stecken den Spritzenkörper in den jeweiligen Adapter des Hygienecenters. Drücken Sie nun auf Fortfahren. Nun werden alle Instrumenten und Absaugschläuche sowie die Spritzenkörper automatisch nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts 20 Sekunden gespült. Während des automatischen Durchlaufs der Reinigung können Sie nun den Monitor und die Behandlungsleuchte inklusive Armsystem wischdesinfizieren. Nach Ablauf des Hygieneprogramms entnehmen Sie die Instrumenten und Saugschläuche aus dem Hygienecenter, legen Sie diese auf Ihre Position zurück und schließen das Hygienecenter mit der Abdeckung. Desinfizieren Sie die Polster und Armlehnen des Patientenstuhls, Patiententeil und das Mundspülbecken, den Gerätekörper sowie die Behandlerstühle mittels Wischdesinfektion. Nicht zu vergessen ist die Reinigung der Bedienhebel der Behandlerstühle. Bereiten Sie nun Ihre Behandlungseinheit für die nächste Behandlung vor und bestücken Sie das Arzt- und Assistenzelement mit den benötigten Instrumenten. Nachdem Sie Ihre Behandlung abgeschlossen haben, wischdesinfizieren Sie die Instrumentenschläuche und Instrumente und nehmen Sie diese anschließend zur hygienischen Aufbereitung ab. Beachten Sie bitte die Hinweise für das jeweilige Instrument in der Gebrauchsanweisung. Für die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen, Instrumenten und Absaugschläuche verwenden Sie bitte die von KFU zugelassenen Desinfektionsmittel. Bevor Sie mit der Reinigung der Bedienoberflächen der KFU Unica starten, sperren Sie diese mit Hilfe der entsprechenden Taste im Tab Reinigung am Arztelement und reinigen nun die Oberflächen. Alternativ können die Bedienoberflächen auch mit der KFU-Taste am Assistenzelement rechts oben gesperrt werden. Reinigen Sie anschließend das Assistenzelement inklusive der Absaugschläuche sowie das Armsystem.
Zum Entsperren der Bedienoberflächen bitte die Fußanlassertaste 2 Sekunden betätigen. Starten Sie nun das Hygieneprogramm abends im Tab Reinigung am Arztelement und folgen Sie der angezeigten Anleitung. Öffnen Sie die Abdeckung des Hygienecenters und stecken Sie die äußerlich wischdesinfizierten Instrumenten und Absaugschläuche sowie die Spritzenkörper in die entsprechenden Adapter. Drücken Sie nun auf Fortfahren. Nun werden alle Instrumenten und Absaugschläuche sowie die Spritzenkörper automatisch nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts 20 Sekunden gespült. Während des automatischen Durchlaufs der Reinigung können Sie nun den Monitor, die Behandlungsleuchte und das Armsystem sowie den Patientenstuhl, die Armlehnen, das Armsystem des Arztelements und anschließend das Patiententeil inklusive Mundspülbecken und Gerätekörper wischdesinfizieren. Nach Ablauf des Hygieneprogramms abends können Sie die Instrumenten und Saugschläuche sowie die Spritzen im Hygienecenter belassen und die Behandlungseinheit am Ein-Ausschalter abschalten. Die Desinfektion kann nun über Nacht einwirken und am nächsten Behandlungstag wird nach Einschalten der Behandlungseinheit das Hygieneprogramm morgens automatisch gestartet. Nachdem Sie Ihre Behandlung abgeschlossen haben, wischdesinfizieren Sie die Instrumentenschläuche und Instrumente und nehmen Sie diese anschließend zur hygienischen Aufbereitung ab. Beachten Sie hier bitte die Hinweise für das jeweilige Instrument in der Gebrauchsanweisung. Für die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen, Instrumenten und Absaugschläuche verwenden Sie bitte die von KAFO zugelassenen Desinfektionsmittel. Bevor Sie mit der Reinigung der Bedienoberflächen der KAFO Unica starten, sperren Sie diese mit Hilfe der entsprechenden Taste im Tab Reinigung am Arztelement und reinigen nun die Oberflächen. Alternativ können die Bedienoberflächen auch mit der KAFO-Taste am Assistenzelement rechts oben gesperrt werden. Reinigen Sie anschließend das Assistenzelement inklusive der Absaugschläuche sowie das Armsystem. Zum Entsperren der Bedienoberflächen bitte die Fußanlassertaste 2 Sekunden betätigen. Starten Sie nun das Hygieneprogramm wöchentlich im Tab Reinigung am Arztelement und folgen Sie der angezeigten Anleitung. Öffnen Sie die Abdeckung des Hygienecenters und stecken Sie die äußerlich wischdesinfizierten Instrumenten und Absaugschläuche sowie die Spritzenkörper in die entsprechenden Adapter. Drücken Sie nun auf Fortfahren. Nun werden alle Instrumentenschläuche sowie die Spritzenkörper automatisch nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts gespült und die zuführenden Wasserwege automatisch mit einer erhöhten Konzentration an KAFO-Oxygenal 6 angereichert sowie die Absaugschläuche gespült und desinfiziert. Während des automatischen Durchlaufs des Pflegeprogramms können Sie nun die Behandlungseinheit weiter wischdesinfizieren. Bei Beginn der Einwirkphase erscheint am Display des Arztelements eine Meldung und ein Signal ertönt. Während der Einwirkphase Schläuche nicht ablegen und Behandlungseinheit vor Stagnationszeiten gegebenenfalls ausschalten. Ende der Einwirkphase abwarten oder Behandlungseinheit einschalten. Der Fortschrittsbalken zeigt die aktuellen Reinigungsschritte an. Ende des Reinigungsprogramms abwarten. Nach Abschluss des Reinigungsprogramms wöchentlich Schläuche ablegen. Es wird empfohlen, wöchentlich die Silikonmatten und Griffe des Arztelementes, die Griffe der Behandlungsleuchte, den Instrumentenhalter am Arzt- und Assistenzelement, den Mundglasfüller sowie das Mundspülbecken abzunehmen und zu reinigen. Die Porzellanschale und die Schale in Rauchgrau können im Thermodesinfektor aufbereitet werden. Die Silikonmatten und Auflage des Schwingentischs sowie die optional erhältlichen grauen Griffe können im Autoklaven sterilisiert werden. Zur Reinigung kann die Instrumentenablage abgenommen werden. Zwei Haltenasen links und rechts nach außen drücken und Ablage abnehmen, unter fließendem Wasser reinigen. Anschließend von unten unter das Arztelement einsetzen, andrücken und einschnappen lassen. Abends und nach Bedarf muss das Sieb des Mundspülbeckens gereinigt werden. Wir empfehlen, die Schale in regelmäßigen Abständen abzunehmen und am Waschbecken zu säubern. Die Siebeinsätze müssen täglich und nach chirurgischen Arbeiten überprüft werden. Spätestens bei Nachlassen der Saugleistung müssen die Siebeinsätze getauscht werden. Griff drücken, danach Siebeinsatz herausziehen und wechseln. Wir empfehlen, wöchentlich den Rückluftfilter der Turbine zu kontrollieren. Deckel unter dem Arztelement abnehmen,
Filter herausnehmen und auf einem Tuch trocken drücken. Danach wieder einsetzen. Zu jeder Behandlungseinheit wird eine Tube Silikonfett mitgeliefert. Es dient zum Einfetten der O-Ringe. Am besten vor der wöchentlichen Intensiventkeimung eine erbsengroße Menge auf Daumen und Zeigefinger verreiben, dann O-Ringe der Multiflex-Kupplung, der Motoren, der Spritzenhandstücke und des Becherfüllers schmieren. Die Instrumentenaufnahme des Hygienecenters kann herausgenommen, gereinigt und thermodesinfiziert werden. Sobald Dekaseptol-Gel oder Oxygenal 6 leer sind, erfolgt eine Meldung auf dem Touchdisplay des Arztelementes. Nehmen Sie nun die Abdeckung an der Gerätebasis ab. Entnehmen Sie die linke Dekaseptol-Gel-Flasche und füllen Sie diese aus einem 6 Liter Nachfüllkanister Dekaseptol-Gel auf. Setzen Sie nun die befüllte Flasche wieder in die Behandlungseinheit zurück. Alternativ wird der Anschluss von der Dekaseptol-Gel-Flasche abgeschraubt und auf eine neue Flasche aufgeschraubt. Nach Erscheinen der Meldung für das Ersetzen von Oxygenal 6 entnehmen Sie die rechte Flasche und stellen dafür eine neue Oxygenal 6-Flasche in die Behandlungseinheit zurück. Schließen Sie die Abdeckung. Muss der Behälter des Amalgamabscheiders gewechselt werden, so wird eine Meldung auf dem Touchdisplay des Arztelements angezeigt. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Seite des Assistenzelements ab. Drehen Sie nun den vollen Behälter aus der Fassung und entsorgen Sie diesen vorschriftsgemäß. Nehmen Sie nun den neuen Behälter aus der Verpackung und drehen diesen in die Fassung ein. Schließen Sie die Abdeckung. Das war die Anleitung zur Pflege und Reinigung der Carfu Unica. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Behandlungseinheit.